Moin Moin und willkommen zurück zur weiteren Folge Dark Souls hier für die Nintendo Switch. Mir wurde gesagt, ich sollte mir den Sarg hier im Hintergrund von dem Heini hier angucken. Das heißt, wir müssen den jetzt erstmal besiegen. Das probieren wir jetzt einfach mal. Bin gespannt, was wir bekommen. Okay. Okay, der hat mich richtig erwischt gerade. Mach kurz gut. Kurz was. Ah, hier los. Egal, dass ich kein Leben habe. Heilen wir uns mal kurz. Warum sollten wir hier diese. Komm, mit deinen Schüssen kannst du mich mal. Ach Mann. Okay. Und nochmal. Ist eben hier, also solange ich die Essensflaschen nicht brauche, am nötigsten, heile ich mich lieber einmal so. Und kann die Flaschen dann nachher benutzen. Zuhauen können, nicht vergessen. Okay. Da hätte man vielleicht ein paar Mal mehr schlagen können. Naja. Es ist immer schwierig zu sehen, was für ein Move er gerade machen will. Und was für eine. Wobei hier, dann kann man hinten hauen. Nein, dieses Aufspießen, wie kann er das? Doch beschissen. Boah. Enge Kiste. Da müssen wir schon aufpassen, dass er mir nicht nochmal aufspießt. Und das. Boah. Ist wirklich hart. Ich fast mein ganzes Leben. Okay. Kriegt er das immer? Oh Mist. Mein Gott, hier brauche ich echt mal eine ganze, einen ganzen Lebenssaft, die verballere ich hier. Okay. Ach. Immer nicht so gierig. Kleinvieh macht auch Mist. Vielleicht kriege ich nach und nach so ein bisschen geplättet, wenn ich. Nicht die ganze Zeit alles Mögliche traue. Okay. Nein. Dran. So, ich wollte eigentlich hauen. Nicht gemacht. Oh, das ist ein echt, das dauert ja ewig. Wahrscheinlich denken sich die Profis. Auch noch schneller machen. Ich bin leider kein Profi, deswegen kann ich es nicht schneller machen. Schnell was? Okay. Hab mich voll erwischt. Verdammt. Ich stehe hier ein bisschen im.
im Schatten von seinem Blitz, oder das stimmt für mich. Mist! Ich dachte, ich ihn erwischt. Hab ich doch nicht. Hab ich nicht. Ja. Zurück. Ausdauer tanken. Dann gehen wir nochmal ran. Okay, er hat einen langsamen Move gemacht, hätte man vielleicht was machen können. Aber ich bin immer ein bisschen vorsichtiger. Okay, das war unvorsichtig. Und hat mich nochmal erwischt. Muss ich aufpassen. Puh. Na gut. Aber ich sag mal, ein Drittel hat er noch. Oh, hab ich den Schutz fallen lassen, ich Depp. Na gut, versuchen wir mal. Da habe ich nicht mehr so viel zu trinken. Jetzt aber schnell weg hier. Kurz was trinken. Ja, das dauert. Aber vielleicht lohnt sich das ja auch. Schnell weg. Oh, das waren aber zwei gute Treffer. Ich habe ein bisschen Angst, dass er von oben gesprungen kommt. Okay, jetzt müssen wir schnell weg hier. Oh, wow. Ich hoffe, wir schaffen ihn. Glück hat. Oh. Okay, das war gut. Okay, jetzt müssen wir raus hier. Okay, er hat aber auch nicht mehr viel Leben. Noch was hier? Wieder sicher? Verdammt, man hat nicht mehr so viel. Wenn wir Glück haben, kriegen wir mit den nächsten beiden Schlägen. Aber auch dann ein langer Kampf, muss ich zugeben. Hier sind wir dann Blitz. Ich komme dich heran zu dir. Zack. So. Also ich finde den... Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Ich finde den härter als so ein Boss zwischendurch. Also ich finde der hier ist so einfach so, weil man ist auch so eng hier, man kann hier nicht links und rechts laufen. So. Nicht wundern. Das Item hinten habe ich schon eingesammelt. Denn ich war ja schon hier hinten und bin hier schon mal drauf gegangen. Also. Nicht wundern. Hä? Was soll ich mir jetzt angucken? Ich soll mir die Särge angucken, okay. Nix. Da liegt jemand drin? Den Sarg legen. Den machen wir mal. Bin hier mal gespannt. Hat mir der gute Sniper erzählt, dass ich das machen soll. Oh, passiert nicht viel, ne? Legt sich gut in so einem Sarg. Komm mir vor wie ein Vampir. Viele Flakons habe ich leider nicht mehr. Vielleicht hätte ich nochmal zurückrennen sollen, obwohl
Obwohl, hätte ich immer machen sollen. Der Titan-Dämon, wenn man den einmal besiegt hat, ist er weg. Hier passiert gar nichts, ne? Park verlassen. Ich muss ein bisschen warten. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gelesen hatte von dem Sniper. Sollte ich die Menschlichkeit haben, wenn ich das mache oder nicht? Oh, ich weiß es nicht mehr. Das ist natürlich bescheuert. Ich weiß eigentlich, was jetzt passiert. Hier ist auch hier ein Leuchtfeuer irgendwo. Okay. Grab mal da. Ja, super, das ist auch da, wo ich nicht hin sollte. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Was denn für ein Viech da oben? Ja, am Sarkophag des Grabfürsten beten. Okay, machen wir. Eid leisten. Ja. Schwert des Grabfürsten und Wunder Grabfürsten Schwerttanz. Was denn Eid geleistet? Auge des Todes darbieten. Machen wir mal. Du hast deinen Eid vertieft. Auge des Todes darbieten. Was habe ich davon? Sollen wir die alle? Nehmen wir alle. Okay, ich habe kein Auge mehr. Gut, wir glatt mal an das Schwert. Gut, Schwert, oder? Ui! Doch nice. Noch benutzen? Du schwach und vereinigungsfähig, du musst sie mit beiden Händen halten. Okay. Ja, das machen wir doch noch nicht, dann holen wir erstmal das Schild wieder ran. Gut. Mal gucken, was wir da machen können. Gehe ich jetzt einfach wieder zurück zu dem Sarg oder muss ich hier noch irgendwas machen? Kann ich mit dem Sarg auch wieder zurückkommen? Okay, wir legen uns wieder rein. Und warten ab, was passiert. Okay, es geht wieder zurück. Okay. Ja, super. Oh. Dann will ich mal ausrüsten. Ha! Bin ich nicht da, sondern hier. Ja, da. Achso, dann können wir auch gleich hier in den Bogen rein. Okay. Wieder zurück. Aber nee, eigentlich wollte ich ja zu den. Wollte ich nochmal zum Hauptnest zurück. Denn dort. Zum Haupt. Zum Feuerbandschrein. Denn da wollte ich mich auch nach diesen Krähennesten umgucken. Was mir auch gesagt wurde, was ich mal machen soll.
Also. Kann auch links gehen, ne? So, laufen wir kurz. Irgendwie kann ich mal über den Weg direkt aus. Das cool ist, runterrutschen. Guter Tipp mit dem Runterrutschen. Das spart mir echt kläglich lange Laufwege. Alter, wo kommst du denn her? Ist er da? Echt nicht. Mal schnell hier runter. Ich glaube, die Räder kommen hinterher. Mehr du. Gehen alle her. Keine Ahnung, wo die herkommen. Kann es auch egal sein. Wir hier. Und wir können hier einfach mal am Leuchtfeuer rasten. Sehr gut, sehr gut. Ja. Wir haben auch, glaube ich, die letzte. Das wäre, glaube ich, die letzte. Versuchen wir das nochmal wieder zurückzukommen zu dem Feuerbahnschrein. Zurück. Machen wir so ein bisschen Angst, die Dinger. Okay, jetzt muss ich überlegen, welcher Weg ist denn der kürzeste da? Lass mich rein. Welcher Weg war denn der kürzeste dahin? Ich weiß auch gar nicht, wie komme ich überhaupt dahin? Dem Typen da. In die Abkürzung übersehen. Bin mir gerade gar nicht so sicher. Da waren wir, haben wir hier alles gemacht. Diesen Weg. Um zurückzukommen. Bin mir jetzt aber nicht 100% sicher, aber ich glaube schon. Wie geht's denn da nochmal hin? Da runterhüpfen. Wo kommen wir denn da hin, wenn ich da runterhüpfe?
einfach mal. Ah, jetzt sind wir da. Gut. Bringt uns aber nicht so viel. Den ganzen Weg wieder rumlaufen. Hm. Oh, mach den ab. Du Assi. So, wir gehen jetzt nochmal hier oben links und dann werde diesen anderen Weg da hoch. Obwohl, ich glaube, ihr müsst gar nicht dabei sein, wenn ich zum Feuerwandschrein gehe. Denn das reicht auch schon für heute. Ich habe das erreicht, was ich machen wollte. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.